Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um die Lufthansa. Im Manager-Magazin wurde gesagt, dass die Investoren eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells fordern. Meiner Meinung nach komisch. Warum? Ganz einfach deshalb, weil die Lufthansa doch verschiedene Geschäftsmodelle unter einem Hut versucht schon zu zaubern. Erfolgreich, weniger erfolgreich, werden wir gleich darauf eingehen. Eurowings als Stichwort Low-Cost. Oder dann halt die Lufthansa Mainline als First-Class-Premium-Anbieter mit der Swiss. Der Swiss zusammen, ich kriege schon Sprachstörung, mit der Swiss, Mario. Ja, ist nicht so einfach, nicht so einfach. Ganz genau. Lass uns darauf mal eingehen und dann vor allem aber auch, ob es wirklich eine Frage des Geschäftsmodells ist oder ob die Lufthansa ein anderes Problem hat. Oder, Mario? Ja, und das Ganze würde ich sagen nach dem Intro. Ohne Sprachstörung jetzt weiter. Einfach den Subscribe-Button drücken, also Abonnierbefehl, die Glocke anmachen und ganz, ganz wichtig, diesen Beitrag liken und kommentiert unten. Ich denke, dass heute das... Zwei Hände, Hofmeister. Ich habe es im Augenwinkel gesehen. Super. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Ja, finde es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch auch meldet, was ihr für Erwartungen an die Lufthansa habt, ob ihr den Investoren sagt, ich habe nicht das Problem mit der Lufthansa in der Form, dass ich Geschäftsmodelle ändern würde. Ich würde es einfach mal mit einem Zitat beginnen. Namen darf ich leider nicht nennen, wer es war. Es war ein ehemaliger Verantwortlicher bei der Lufthansa, der nach dem Ausscheiden auf meine Frage hin gesagt hat, also die Frage erst, was würde er seinem alten Arbeitgeber wünschen? Und er sagte, er soll seine Kunden wieder lieben. Und das ist, glaube ich, eher das Problem als das Geschäftsmodell, oder Mario? Ja, ich denke auch. Also die verschiedenen Forderungen, in Anführungsstrichen, die dort im Artikel sozusagen an das Management gemacht werden, vom Aufsichtsrat und Großaktionären. Manche kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Über manche muss man sicherlich reden. Aber ich finde, das Wichtigste bei einer Fluggesellschaft sollten doch immer die Kunden sein. Aber auch da ist ja einiges zugesagt, insbesondere was die Digitalisierung angeht und die Probleme mit der telefonischen Erreichbarkeit, dass es da mittlerweile ja möglich wäre, durch digitale Modelle im Internet auch Flüge selber umzubuchen, zu stornieren, Rückerstattung anzufordern. Aber das will man scheinbar seitens Lufthansa nicht. Aber da sollten wir später drauf kommen. Vielleicht sollten wir erstmal über die Dinge sprechen, die dort im Artikel sozusagen von Seiten der Investoren gefordert werden. Ja, also in der Tat, die Investoren haben halt Angst, dass die Lufthansa ihre Business-Klientel nicht mehr wiederbekommt, weil man hat festgestellt, und Amerika ist so ein bisschen im Vorlauf, auch China ist im Vorlauf, die Touristik ist wieder auf dem Niveau von 2019 und davor. Also da hat man nicht das Problem, aber es fehlen halt die Geschäftskunden und da hat man halt wirklich Angst, dass die nicht wiederkommen. Carsten Spohr hat angefangen zu sparen, 3,5 Milliarden als Zahl, 2,5 Milliarden hat er schon eingespart pro Jahr und er hat ja auch im dritten Quartal schon einen leichte schwarze Zahl geschaffen, hat ja auch die Kredite der Bundesrepublik Deutschland zurückgezahlt. Der Staat hat jetzt quasi 2 Jahre Zeit, um seine Anteile wieder zurückzugeben. Man geht davon aus, dass der neue Bundesfinanzminister von der FDP übrigens, ja, ist so, dass der früher bezahlt oder beziehungsweise früher das auscashen will, weil er damit Gewinn gemacht hat. Und für alle Kritiker, die gesagt haben, hey, warum haben wir der Lufthansa Geld gegeben? Der Staat macht über 1 Milliarde Profit mit der Bude jetzt. Ne? Ja, also das muss man mal überlegen. Die haben keine 5 Milliarden gegeben, 1 Milliarde haben sie da als Profit. Wo kriegst du das heutzutage? Ja, das würde ich wohl auch so sehen. Gut, das mit den Geschäftskunden sehe ich ein bisschen anders, was da prognostiziert worden ist. Das hat ja zum Teil die Realität schon eingeholt. Also in Deutschland sind die Zahlen hatten wir glaube ich ja auch bei einem der letzten Talks drüber gesprochen, die Zahlen im Geschäftsbereich ja doch stärker gestiegen, als man das ursprünglich angenommen hat. Vielleicht kann man da auch nicht immer alles 1:1 von den USA auf europäische Verhältnisse ummodeln, weiß ich nicht, wird die Zeit natürlich zeigen. Aber ich glaube, wenn das Business wieder losgeht, wenn es wieder mehr Messen, mehr Ausstellungen
und vieles anderes mehr gibt, wird auch der Geschäftsreiseverkehr mit Sicherheit wieder zunehmen. Meine persönliche Meinung, die ich natürlich nur aus meiner persönlichen Erfahrung sozusagen verifizieren kann. Aber mal schauen. Aber eine große Frage, die ja im Artikel gestellt worden ist, bezüglich Kosteneinsparung ist, muss man tatsächlich mit 4 verschiedenen Fluggesellschaften und 4 verschiedenen Auftritten arbeiten, also Lufthansa, Swiss, Austrian und Brüssels. Ist das nötig? Und da war ja sozusagen die Kritik, müsste man daraus nicht eine Fluglinie machen mit einer Verwaltung, wahrscheinlich dann natürlich auch einer Lackierung, weil das dann auch am Ende alles billiger ist, wenn du kein Rot kaufen musst und nur weiß, ich weiß es nicht. Da verteidigt sich ja, finde ich, der Herr Spohr zu Recht, indem er sagt, ja, aber das sind ja zum Teil auch so ein bisschen andere Konzepte und die wollen schon ihre Eigenständigkeit haben, was ich auch gut finde. Ich finde eine gewisse Unterscheidbarkeit innerhalb des Konzerns, auch ein gewisser Konkurrenzkampf, was Serviceleistungen angeht, finde ich eigentlich nicht verkehrt. Und du weißt ja, ich bin ja überzeugter Swissflieger. Und insofern finde ich, sollte man das beibehalten, wenn das betriebswirtschaftlich natürlich zu verantworten ist. Aber das scheint ja nicht der Kostentreiber zu sein. Ja, also viele Sachen sind ja zentral in Frankfurt mittlerweile angesiedelt. Das heißt also, Teile von der Swiss, von der Austrian, von Brussels werden von Frankfurt aus gesteuert. Man hat ja auch gesehen, dass die Brussels Livery angepasst worden ist. Ganz einfach deshalb, weil die Konzernfarbe als Grundfarbe alles weiß hat. Das heißt also Triebwerke weiß und so weiter. Das macht man natürlich aus Kostenreduzierung innerhalb der Flotte. Macht ja auch Sinn. Aber ich bin auch da auf der Linie von Carsten Spohr. Warum? Ganz einfach deshalb, weil wir müssen noch einfach mal schauen, gerade in der Pandemie haben wir es ja gesehen. Wenn wir eine Brussels haben, dann müssen die Belgier sich doch damit identifizieren. Die kommen die natürlich nicht mit unserem deutschen Kran nicht zugerecht und sagen, hey, was wollen die Deutschen denn wieder von uns? Ja. Schweizer natürlich das Ähnliche. Die sagen, hey, wir haben unser Schweizer Kreuz auf dem Leitwerk, wir haben die alte Swiss Air, das ist die Swiss. Also das heißt, man hat da die Markenidentität der Swiss Air doch relativ gut retten können in die Swiss und die Swissness bringen können und damit halt die Schweizer, die ja wirklich auch ein High-Yield-Markt sind, bei der Stange halten können, weil sonst hätten die auch gesagt, naja gut, bevor ich beim Deutschen einsteige, kann ich auch bei Alitalia einsteigen oder ITA, wie sie jetzt heißen, oder bei British Airways oder sonst was. Also da hat man eine sehr gute Bindung gemacht. Austrian Airlines das Gleiche, die Österreicher natürlich auch. Noch viel schlimmer fast, noch, weil das war ja ein Staatsakt damals, als die Auer verkauft werden sollte. Natürlich, und das ist halt in meinen Augen der richtige Weg. Und man sieht auch mit der Edolomiti, die darf man ja übrigens auch immer nicht vergessen, nach der über 30-jährigen Konzernzugehörigkeit, dass man da halt auch diese italienische Seite hat. Also das heißt, es tut gut dem Lufthansa-Konzern, die unterschiedlichen Strömungen zu haben. Natürlich ist es manchmal anstrengend und ich glaube auch, dass da viel Reibung entsteht manchmal. Aber diese Reibung auch gut ist. Warum? Für uns als Passagiere, wenn man sich jetzt das anguckt, diese Onboard-Delights zum Beispiel, ich habe jetzt die neueste Ausgabe mir auch gestern geholt auf einem Flug, das ist dann zwar nicht unbedingt deutsch-deutsch, aber ich habe auf den Schweizer Flügen, habe ich dann auch Schweizer Spezialitäten und ich habe österreichische Spezialitäten. Das heißt also, ich kann im Prinzip picken, was ich mag. Und wie Mario schon sagte, Mario ist ja ein Swiss-Lover, die zwar keinen 380er haben, aber was willst du machen? Das stört mich ja persönlich nicht. Mit deinem Fanclub. Wir müssen aber noch mal gucken, wie man die Leute aufnehmen kann als Mitglieder in deinem Fanclub für den A380er. Also insofern, da kann jeder halt das nutzen, was er möchte. Und ich glaube auch, dass jede Fluggesellschaft ihre Berechtigung und ihre Kernkompetenz hat. Und ich finde, dass das auch so ein bisschen Abwechslung bringt. Jetzt stellen wir uns aber alle vor, wir würden jeden Tag in eine dusselige Lufthansa-Maschine steigen. Wie langweilig wird denn der Quatsch auf die Zeit? So, dann kannst du mal mit der Swiss fliegen, hast da auch einen Schweizer Touch oder die Austrian. Also insofern hat man damit wesentlich mehr Abwechslung als halt die komplette Deutschness. Gibt es nur Deutschness? Ja. Germanness? Keine Ahnung, aber es ist ja genauso, wie du sagst. Ich finde, es war ja auch Teil des Deals, die Identität der Fluggesellschaften in Europa, in der Schweiz, in Belgien und auch in Österreich zu erhalten. Insofern alles wunderbar, sehe ich genauso wie Carsten Spohr.
Eine andere Sache, um vielleicht mal aufs nächste Thema zu kommen, da könnte man tatsächlich drüber diskutieren, ob das in der heutigen Zeit zumindest nicht nachdenkenswert wäre. Carsten Spohr hält ja auch am Drehkreuzkonzept ganz eisern fest. Und da kennen wir ja mittlerweile Beispiele, dass es ja insbesondere auch mit den neuen Fluggeräten, die es für so etwas gibt, ja auch Punkt-zu-Punkt-Fernverbindung gibt mit der A321LR oder XLR. Und da will aber Carsten Spohr auch eisern am Drehkreuzsystem Frankfurt, München, Wien und Zürich und natürlich Brüssel festhalten. Das kann ich auch nachvollziehen. Die Frage ist aber, ob man halt von bestimmten Flughäfen, die, sage ich mal, auch ein bestimmtes Aufkommen, entweder an Business oder an Touristikpassagieren haben, nicht eventuell auch Punkt-zu-Punkt-Verbindung macht. Also Beispiel wäre zum Beispiel die Region Düsseldorf. Da gibt es mit Sicherheit ja auch ein paar Geschäfts- oder Businesskunden, die von da aus vielleicht direkt gerne auch in die USA fliegen wollen. Und zwar nicht mit der Eurowings, sondern vielleicht mit dem Kernprodukt. Ich kann das jetzt so nicht beurteilen. Die Frage ist auch, ob man von Hamburg nicht eine kleine Maschine, wir reden ja immer von kleinen Maschinen und nicht vom A380 oder einer 777 oder einer was weiß ich, einer A330, ob es da nicht eventuell auch einen Markt für gibt. Wie gesagt, ich kann das Drehkreuzsystem durchaus nachvollziehen. Da gibt es auch viele gute Gründe für. Aber die Frage ist, gerade weil man sich auch vom A380, der ja sozusagen das Symbolbild der Drehkreuze war, verabschiedet hat, ob man dann vielleicht auch mal neue Wege geht. Aber deine Meinung ist da eine etwas andere. Ja, ich habe ja schon mit dem Kopf geschüttelt und ja. Ich habe auch den Beitrag natürlich gelesen und man sagt ja auch, dass wenn man solche Strecken direkt bedient, nennen wir jetzt einfach mal als Beispiel Hamburg-New York. Das hat ja die Emirates mit der 777 gemacht und ist da auch wirklich gescheitert. Warum? Verschiedenste Gründe. Ich weiß nicht, ob die 777 so groß ist, aber der Markt hat es einfach nicht hergegeben. Funktioniert ja erfolgreich über Athen, es funktioniert erfolgreich über Mailand oder aber auch jetzt nach Mexiko fliegt man ja auch über Barcelona. Also insofern, Emirates macht das schon und macht das auch mit Großgerät. Aber du bringst halt ins ganze System halt Komplexität. Das ist das eine. Und wie viele Leute fliegen wirklich von Hamburg nach New York, dass man da eine tägliche Strecke bedienen kann? Und vor allem, sind wir wirklich bereit, mehr zu zahlen? Weil am Ende des Tages, wenn du zum Beispiel von Hamburg nach New York fliegst und das Ticket kostet dann in der Business Class 3.000, 4.000 Euro und du fliegst über Frankfurt, dann kostet nur noch 2,5 Mille. Also kannibalisiert man sich selber nicht dann beim Pricing. Und das halte ich dann für schwierig, dass man das macht. Und man hätte dann auch wieder die Crews dezentraler. Man müsste dann halt Leute überall stationieren, beziehungsweise sie müssten hinschatteln. Insofern würde man zwar die Flughäfen wie Frankfurt, München da etwas entlasten und Flugbewegungen wegnehmen, aber, und das ist halt das, was ich zu bedenken gebe, man würde das wirklich nicht, man würde da wirklich nicht viel gewinnen am Ende des Tages. Warum? Weil es geht hier um Nachhaltigkeit und kann ich mit einem Airbus A321 XLR, den ich mit 200 Peoplen fliege, von Hamburg, dann musst du von Stuttgart fliegen, also sagen wir einfach, da hast du 5 Flieger, die fliegen von ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz nach New York als XLR-Variante. Habe jetzt nicht geprüft, ob das überhaupt gehen würde überall. Und da hast du halt 5 Flugzeuge, die emittieren. Hast du aber dann 2 Flugzeuge, eins aus München, eins aus Frankfurt, ist das wahrscheinlich in meinen Augen umweltfreundlicher, weil das ist ja auch ein Riesenproblem, was in der Aviation kommt, ist die Sustainability und die Nachhaltigkeit. Und da denke ich, dass ich dann dir vielleicht doch das Beinchen stellen kann und sagen kann, Mario, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ja, du, völlig überzeugend. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das unbedingt sein muss. Der Hubgedanke ist auch sicherlich nicht schlecht. Mir fällt auch gerade ein, wenn du zu Recht sagst, einer geht von Hamburg, eine von Stuttgart, eine von Düsseldorf. Da ist auch die Frage, bleiben da überhaupt denn noch genug Passagiere, die von Frankfurt ausgehen in einer großen Maschine, wenn die dann schon sozusagen alle direkt von ihren Flughäfen geflogen sind? Dann gibt es nur noch kleine Flieger, weil dann kriegt man wahrscheinlich nicht mehr eine A330 voll. Also insofern ist, ich habe auch im Prinzip gar nichts gegen das Hubsystem, wenn es funktioniert und
vor Corona hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert, auch von den kleinen Flughäfen. Du weißt, aus Hannover kam man morgens jede Stunde und am Abend oder ab späten Nachmittag auch jede Stunde im Grunde von Frankfurt nach Hannover und auch nach München. Insofern war immer ein super Anschluss an das Langstreckennetz gegeben. Und das war nie ein wirkliches Problem. Also insofern belassen wir es dabei. Ja, und vor allem das andere Thema ist, und du musst ja auch wissen, wenn du so ein Ticket hat ja einen Profit unter 10 Euro im Schnitt, teilweise sogar weniger. Ja. Und dann rechnest du einfach bei 200 People, hast 2000 Euro mit dem Flieger gemacht. Ist nicht nachhaltig, nicht lohnt sich nicht. Nee, korrekt. Also, okay. Das wäre jetzt so mein Argument dagegen. Was ich aber ganz wichtig finde, und das ist halt einfach das Thema Pricing-Hoheit. Ja. Das muss man einfach ansprechen. Ich habe heute wieder für Kunden Tickets umgebucht und das kannst du online vergessen. Da musst du anrufen und dann kriegst du halt einen Preis genannt und du musst den Preis dann einfach glauben. Du kannst es nicht kontrollieren, du kannst es nicht nachvollziehen. Also das sind alles Sachen. Das muss einfach online gehen. Und auch viele andere Dinge müssen online gehen. Genauso wie es online gehen müsste, dass man Essen vorbestellt, wie es online gehen müsste, dass man wirklich von A bis Z alles dazu buchen kann, wenn man jetzt schon wirklich diese Leittarife macht, Loungezugang zum Beispiel und Internet, was auch immer. Also, dass man halt solche Dinge macht, das muss die Lufthansa machen. Und warum? Ganz einfach deshalb, weil das Standard ist. Das machen viele schon, das gibt es in anderen Branchen schon und es ist kundenfreundlich. Ja. Und warum sollen wir 2, 3, 4, 5 gefühlte 10 Stunden in der Hotline pro Jahr hängen, um ein Ticket umzubuchen, wenn du das einfach klick machen kannst. Also, und also, das ist halt das. Ja. Also insbesondere für die Statuskunden wäre das heutzutage ein absolutes Must-Have. Und ich finde, da könnte man ja auch mal Vorreiter sein. Da muss man ja nicht sagen, die anderen machen das auch noch nicht so in der Form. Da kann man doch auch mal zeigen, was man kann. Also insofern bin ich völlig bei dir. Das ist echt noch ein bisschen antiquarisch. Und im letzten Jahr oder jetzt im abgelaufenen Jahr, im Jahr davor, nie war ich so oft in der Lufthansa-Hotline. Meistens am Warten. Aber insofern bin ich da völlig bei dir. Ja, ein anderes Thema. Entschuldigung, bitte. Nee, ein anderes Thema. Ich war auch schon fertig. Heute eigentlich auch ein anderes Thema, aber vielleicht bringst du was. Ein anderes Thema, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, weil ich würde ja niemals Ryanair oder EasyJet fliegen. Der Low-Cost-Bereich soll laut Investoren noch viel, viel stärker ausgebaut werden. Und wenn man da die Verhältnisse der Zahlen anguckt, mit 120 Maschinen der Eurowings zu 340 Maschinen der EasyJet und 450 von Ryanair, da hat man tatsächlich einen gewissen Nachholbedarf. Aber ist das dann überhaupt für die Lufthansa machbar, ohne dass man tatsächlich seine Kernmarke irgendwann dann auch mal kannibalisiert? Ich sage ja, Lufthansa kann alles, aber sie kann nicht billig. Und das ist halt das Problem, was die Lufthansa in meinen Augen hat. Was machst du denn? Wie willst du denn das integrieren? EasyJet hat zwar auch mal gesagt, sie machen keine Lounge. Sie haben dann in Gatwick, glaube ich, oder sowas jetzt eine Lounge aufgemacht. Oder war es Gatwick? Ich weiß nicht mehr genau. Also EasyJet hat eine Lounge aufgemacht, obwohl sie das als Low-Cost-Carrier nie machen wollten. Also insofern sieht man eine Vermischung und Vermengung der ganzen Konzepte. Ich glaube einfach, dass die Lufthansa mit der Eurowings sich keinen Gefallen tut, weil sie damit ihre Statuskunden wirklich verprellt. Warum? Ganz einfach, weil Eurowings ist kein Starlines-Mitglied. Das ist das Erste. Nee. Damit hast du schon die komplette Arschkarte gezogen. Und das andere ist, sie sind ja nicht wirklich billiger. Stimmt. Ja. Ist so. Also zumindest nicht für den Fluggast. Also mag sein im Unterhalt und in den Operations, aber zumindest nicht für den Fluggast. Nee, das stimmt. Also das ist so mein Ding und man sieht ja auch, die Lufthansa hat ja viele tausende Leute, glaube ich, von 140.000 auf 107.000 Personal reduziert und so wie man aus dem Konzern hört, und ich habe mich da auch wieder mit einigen unterhalten können, ist es so, dass da der Hammer kreist und man auch eine Angst hat vor der Eurowingisierung der Lufthansa. Das heißt also, dass das, was die Eurowings Discovery, wie sie ja heißt, aber man nennt das intern ja auch die Euro-Disco. Eurodisco. Schön, ja.
Euro-Disco, dass das dann auch im Konzern damit ankommt. Also es hat nicht, also ich habe kein Problem damit, wenn man alles verschlankt und wenn man halt wirklich die Dinge macht. Ja. Aber das Problem, was ich halt festgestellt habe, und das ist halt das, was ich eigentlich ansprechen wollte als Thema, ist die Zukunft. Die Zukunft muss halt sein, dass die Lufthansa wesentlich flexibler und wesentlich kundenfreundlicher wird, indem die Entscheidungen halt auch schneller fallen. Sorry Leute, aber ey, wir haben Dezember 2021 und die Air France KLM mit Flying Blue hat gesagt, nächstes Jahr, wir verdoppeln die XPs wieder und vor allem, was wir machen, ist, der Status wird für alle verlängert. Ende aus Mickey Mouse. So, das heißt also, die Leute wissen in 2022, was Phase ist. Wir wissen bei Lufthansa eigentlich immer noch nicht, was 2022 Phase ist. Wir haben ja gerade erst im letzten gefühlten Monat die Nachricht bekommen, dass die Senatoren verlängert worden sind und dann die großzügigen E-Voucher gekommen sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es einfach gefühlsmäßig so, dass die Lufthansa sagt, wir haben was gemacht, nehmt das. Und ich habe das auch gelesen, da, dass die Leute glücklich sind mit den E-Vouchern, weil sie froh waren, dass sie überhaupt was gekriegt haben, weil sie nichts erwartet haben. Aber ist es nicht schlimm, dass man keine Erwartung mehr an die Lufthansa hat? Dass man einfach nur sagt, hey. Ja, nee. Absolut. Wobei ich da nochmal in die Wunde, meine zwei E-Vouchers für die Verlängerung sind da, aber die zwei, die es noch oben drauf geben soll, sind immer noch nicht gut geschrieben. Mhm. Aber wir haben Anfang Dezember, ich weiß, sie kommen. Alles gut, aber du hast natürlich recht. Du hast es ja vorhin schon mal gesagt. Genau. Ich nehme darauf eine Gedenkschoki für dich, Mario. Ja, danke, danke. Man muss seine Kunden lieben. Und da hat man manchmal das Gefühl gehabt in der Corona-Zeit, dass man die Kunden zwar mag, aber nicht zwingend liebt. Und insofern... Dass man das Geld der Kunden mag. Das mag man auf jeden Fall. Das, ich glaube, das liebt man sogar, das Geld der Kunden. Und insofern, da gebe ich dir recht, gerade auch im Gegensatz zu anderen europäischen Luftfahrtgesellschaften, da hätte man tatsächlich ein bisschen mehr das Füllhorn ausleeren sollen. Denn was gibt es denn als bessere Kundenbindung, als wenn man die Kunden in solchen schlechten Jahren ein bisschen verhätschelt und tätschelt, damit sie dann auch in guten Zeiten wieder dabei bleiben? Ich meine, wir sind Lufthansa-Fanboys. Genau. Mit uns müssen sie das nicht machen, aber mit der Masse halt. Ne? Ja, also um eine Sache zu sagen, die E-Voucher sind noch nicht gut geschrieben worden, weil der Durchlauf noch nicht war. Das heißt also, es ist ein Sonder-IT-Durchlauf, der passieren muss. Und das wird halt dann außer der Reihe gestartet. Das geht keine Automatisierung. Das macht ja auch keinen Sinn, eine Automatisierung zu machen, weil es ja ein einmaliger Vorgang aus Sicht der Lufthansa sein soll. Kann ich auch verstehen. Ja. Aber es wäre halt schon schön, wenn man das Programm zukunftsfit machen würde für 2022. Also nicht jetzt das Programm ändern auf das neue System, sondern wirklich das alte nochmal so sagt und sagt, hey Leute, wir machen das so wie in 2021. In 2022 geht's weiter. Das wäre charmant, weil man hat ja jetzt eine Schablone und ich glaube auch durch diese Omikron-Variante, und das wird nicht die letzte Variante sein, weil das griechische Alphabet bietet da noch ganz viele andere Buchstaben. Ja. Ich glaube noch nicht dran, dass 2022 von den Zahlen her so wird, wie es absehbar war, und ich glaube, dass man auch eine Delle jetzt wieder sehen wird, weil die Leute halt kurz gehalten werden. Man hat das ja auch gesehen mit Österreich, Eurowings hat direkt von den 5 Maschinen hat sie nur noch 2 da, und die Austrian soll angeblich die Maschinen dann auch komplett übernehmen. Also da ist auch Umbruch, weil Österreich im Lockdown ist. Wenn wir einen Lockdown hier bekommen, also insofern, der Käse ist noch nicht gegessen, und ich fände es halt wieder schade, wenn Lufthansa dann erst wieder im Juni, Juli gefühlt anfängt zu kommunizieren, da kommt was, und dann kommt das im September und dann hast du halt schon wieder ein Dreivierteljahr verkackt, wo du halt den Leuten Sicherheit geben könntest und zeigen könntest, dass du die Kunden halt auch wirklich respektierst. Weil das Kunden zu lieben heißt jetzt nicht unbedingt, dass man da im italienischen Sinne Amore, Amore machen muss. Nein. Aber Respekt, nein. Ja. Das ist das, was wichtig ist. Das stimmt. Nee, absolut, absolut. Ja. War ein gutes Schlusswort, ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich gäbe es ja noch ein ganz wichtiges Thema. Du bist ja vorhin schon kurz darauf eingegangen, nämlich die Nachhaltigkeit und was da so kommen mag. Wir haben natürlich jetzt hier unsere 20 Minuten, glaube ich, schon mehr als überschritten. Aber es ist, wie es ist.
Ja, wer interessiert ist, bleibt gerne dran. Ansonsten gerne. Schwafeln und wegschalten. Genau, schwafeln und wegschalten. Nein, die Nachhaltigkeit und vor allen Dingen damit verbunden die politischen Veränderungen, die es geben könnte. Werden vielleicht Inlandsflüge verboten, was ein vollkommener Schwachsinn ist, wie wir schon ja mehrfach hier diskutiert haben. Aus Umweltgründen schwachsinnig, aus ökonomischen Gründen schwachsinnig, weil dann funktioniert natürlich das Konzept auch nicht mehr, wenn ich da dann überall mit dem Auto hinfahren muss. Dann müsste man tatsächlich Punkt-zu-Punkt-Verbindung machen. Also insofern, oder natürlich auch mit nachhaltigen Treibstoffen, Öko-Kerosin, was da immer so kreucht und fleucht, was natürlich die Fliegerei teurer macht unterm Strich. Also insofern, das Erste, was man machen müsste, ist in meinen Augen, dass man wirklich da die Kerosinsteuer nicht einführt, weil sie würde wirklich nur eine einseitige Benachteiligung der Lufthansa bringen. Warum? Ganz einfach deshalb, weil Lufthansa müsste das wahrscheinlich auf Hin- und Rückflug machen, aber die Emirates oder egal wie sie alle heißen, selbst die British Airways, die bräuchte das nur auf dem Rückweg machen. Also insofern ist das halt alles etwas schwierig in meinen Augen und unausgegoren. Ja. Wobei man natürlich den Kollegen von der französischen Bahn, der ja heute gefordert hat, dass es eine Kerosinsteuer geben sollte, natürlich verstehen kann. Aber dann müsste man halt Folgendes machen. Dann müsste man die Infrastruktur der Flughäfen auch vom Staat aus bezahlen, so wie man das mit den Schienen gemacht hat. Ja. Dann ist das kein Problem, dann ist das fair. Dann nimmt doch die Kerosinsteuer, macht eine Kerosinsteuer. Dann zahlen wir aber auch alles für die Aviation. Dann machen wir halt Flughäfen, die auch ordentlich sind, zweckgebunden. Dann ist das auch alles kein Thema. Habe ich kein Problem mit. Und was ich halt auch spannend fand, war, als es diese, wo war es nochmal, Glasgow? 400 Private Jets. Kannst du dir das vorstellen? 400 Private Jets sind da reingeflogen, weil man sich da über Nachhaltigkeit unterhalten wollte. Ja. Ich meine, Freunde. Großartig. Merkst du, ne? Also nicht du, sondern ja. Elon Musk und seine Freunde. Also schwierig, in der Tat schwierig. Speziell. Und, ja, sehr speziell. Halt, deshalb, also wir müssen da einfach zu einem Ende jetzt kommen. Und ich glaube einfach, dass wir den Spagat zwischen Nachhaltigkeit natürlich hinbekommen müssen. Wir müssen natürlich das Ganze machen. Aber wie in Dubai auf der Airshow auch gesagt, SAF, also Sustainable Aviation Fuels, das ist die Zukunft. Warum? Es macht doch keinen Sinn. Neue Flugzeuge, die gerade gebaut worden sind, weg. Dann lass doch die SAF fliegen. Gut, der United-Flug, der hat ja keine 100% gehabt, sondern nur 50%. Aber immerhin. Immerhin hat man ja dann so ein bisschen marketingmäßig verkackt. Aber dafür hat ja dann Airbus zum Beispiel neue Sachen auch vorgeführt. Man hat ja mit der 320er hat man ja ein Flugzeug als Testflug gemacht, was wirklich 100% hatte. Und man hat ja auch die 350er zwei Stück über den Atlantik gejagt, wo die eine hinter dem anderen geflogen ist und dann quasi durch den Windschatten nochmal gespart hat. Also es gibt Methoden und hey, es gibt keine Industrie wie die Fluggesellschaften oder die Aviation, die ein Interesse hat, dass sie nachhaltig werden. Warum? Weil das enorme Kosten sind. Ja, logisch. Ich meine, wir dürfen uns ja auch nichts vormachen. Die Triebwerke, die es heute gibt, die modernsten Triebwerke am A350, hier an der neuen 777, am Dreamliner, vergleichbar mit denen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ich meine, die verbrauchen doch nur die Hälfte von dem. Also da wurde schon so viel eingespart. Und man hat ein ureigenes Interesse. Also da funktioniert ja in dem Falle ja auch mal sozusagen der Kapitalismus wunderbar. Denn tatsächlich einer der größten Kostenfaktoren ist das, was man in den Flügel so einfüllt. Und je günstiger das ist und je weniger man davon verbraucht, desto besser ist es auch für die Fluggesellschaft. Ich hätte jetzt fast schon gesagt, man könnte hier von intrinsischem Ansporn reden. Ja, weil, ja, ist doch so. Ich wollte das Wort immer mal benutzen. Ja, super. Geil, dass ich jetzt mal bringen konnte. Passt dir das überhaupt? So. Ist ja egal. Tja. Hauptsache gesagt. Ne? Hauptsache gesagt. Jetzt müssen wir aber wirklich zum Ende kommen. Wir sind mit den 30 Minuten wirklich über der Zeit. Insofern danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Wir haben so ein bisschen das Manager-Magazin als Anlass genommen.
Warum? Ganz einfach, um unsere Gedanken kreisen zu lassen, aber auch um eure Gedanken zu erfahren. Deshalb Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, macht die Glocke an und ganz, ganz wichtig, liked den Beitrag und kommentiert. Kommentiert. Ja, das, also ich weiß nicht, also wir müssen ja noch mal ein bisschen so, ja. Ja, ja. Ja, dann danke und bis dann, ciao. Ciao, winkst, tschüss. Winkst du auch? Ja, er winkt auch. Also bis dann, ciao.